Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rollenspielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von The Outer Worlds. Wir wollen diesmal erstmal mit Celia sprechen, um wegen dem Poster für diesen Wachtypen da. Und danach werden wir das Bolt 52 suchen für Sonja. Aber erstmal, hallo, Celia. Greetings and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? Achso, die hatten sich ja vorhin noch unterhalten. Nee, wir reden hier wegen Krim. Krim hat mich gebeten, dich nach seinem Wurfballposter zu fragen. You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop bothering me about it a week ago. I still don't know anything about it. But if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. But I'll warn you, Grim wore her patience thin a long time ago. Okay, er scheint wegen dem Poster schon länger zu nerven. Dann vielen Dank. Und wir müssen mal zum Warenhaus wegen dem Poster gehen. Das scheint direkt gegenüber zu oder fast gegenüber zu sein. Vielleicht können wir da irgendwie was. So, hello. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Hör mal, du kannst Catherine sagen, dass die neue Lieferung bereit ist, wenn sie nun mal bereit ist, verstanden? Sie kann gerne herkommen und die Kiste selbst zusammenpacken, wenn sie so eilig hat. Darum bin ich gar nicht hier. Immer mit der Ruhe, ich sehe mich nur um. Zweitens, wovon redest du denn, Catherine? Lügen. Catherine meinte, sie würde dich auch in einer Kiste... Was? Catherine meinte, sie würde dich auch in eine der Kisten stecken, wenn du weiter so über sie redest. Oh, wir lügen mal. Did she now? Well, I can see I was mistaken. Because if Catherine really had sent you, there'd be a lot more expletives in your message. I hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Erst machte meine Verladevorarbeiter den Abflug und dann ist auch noch mein peskatologischer Gesundheitsmanager nicht auffindbar. Dein was? Ich wollte dich nach dem Grimms Poster fragen. Was war mit dem Vorarbeiter? Erstmal dein was? Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Ein echter Zauberkünstler, was Arzneimittel angeht, aber er legt sich seine Arbeitszeit eher etwas kreativer aus. Liegt wohl am Leben in einer freien Kolonie, schätze ich. Er kommt irgendwann zurück. Freiheit kann man nicht einschränken. Dafür habt ihr doch garantierte Regeln, oder? Wenn du das sagst, dann spür ihn auf und zieh ihn in den Haaren zurück. I would if I weren't busy here picking up his slack. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra jugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Okay. Was war mit dem Vorarbeiter? Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. So the job's easy, but you're not doing it? Something smells here. I mean, everything smells in here, but something's fishy. Wait. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Okay, da ist jemand gegangen mit der gesamten Crew, weil er zu wenig bezahlt wurde. Hallo Saxonia, servus. Ich kann für dich mit Caleb reden. Wieso zahlst du ihn einfach nicht mehr? Because we've got a budget, all right? And in case you haven't noticed, MSI doesn't exactly have a lot of spare bits on hand. Weil wir ein festes Budget haben und falls du es noch nicht gemerkt hast, MSI hat nicht gerade einen großen Vorrat an Bits in der Hinterhand. Du kannst sie doch garantiert zur Rückkehr zwingen. Lass uns über was anderes reden. Komm, wir bieten mal mit ihm zu reden. You mind slapping him around a little while you're at it? I'm joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. If you can find a way to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. He's usually there.
Ich denke mal, wenn wir die zwei Aufgaben für sie machen, dann hilft sie uns auch beim Poster. Du erwähnst, dass Braxton Arzneimittel gestohlen hat. Stealing is such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterobiotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. Und ja, sagen wir einfach, ich habe irgendwann bemerkt, dass die Sterobiotika während Braxtons Schichten deutlich schneller verbraucht wurden. Wie nett, dass du ihn nicht verpfiffen hast. Wieso hast du ihn nicht verpfiffen? Du hättest diesen Schmierlappen draußen aufknüpfen sollen. Wieso hast du ihn nicht verpfiffen? We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get the Saltuna fat and mostly tumor free. Das ist so geil. Er weiß, wie er die Fische fett und tumorfrei bekommt. Na gut, er macht also grundsätzlich einen guten Job und das Spacer's Choice Gelumpe ist wohl günstig. Dann fahren wir sie noch nach Catherine. Sublight Boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like a ground six spacer. Sublight Boss aus Fallbrook kümmert sich um einen Großteil der Fracht in Stellar Bay. Hat ein Mundwerk wie 12 betrunkene Lagerarbeiter. Okay, gut. Wir machen uns mal auf den Weg zu den Leuten, die wir... Da ist übrigens eine Werkbank. Die wir hier überzeugen sollen, wieder zurückzukommen. Wohin müssen wir denn dafür? Warum werden die mir nicht angezeigt? Moment mal. Der Bruder. Sprich mit Velma. Haben wir doch. Ach so. Ach, das sind extra Quests. Okay, dann gehen wir als erstes zu Caleb. Und Caleb war ja in der Bar, ne? Genau. Oder im Yachtclub, besser gesagt. Da oben. Geht's da außen hoch oder muss ich... You ever think about what goes on in a marauder's head? Ah, da geht's hoch. No, hey, Schneggis. Hey, Caleb. New face, huh? You from off-world? Du bist neu, was? Du bist von außerhalb. Ja, Captain Lauch von der Unreliable. Ja, Captain Hawthorne von... Nein, wir sind Captain Lauch. Hallo? A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider it an MSI welcome. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with us? By the smell, he's been reveling enough for you both already. Parvati, als ob du davon nicht auch ein Lied singen könntest von zu viel trinken, oder? Ich erinnere nur an einer der schon etwas länger vergangenen Folgen, ne? Wo wir auf der Groundbreaker waren. Wo du ja das Bier so genossen, nicht genossen hast, eher den Wein. So, hier riecht, als hätte ich schon einiges gegönnt. Was feiert ihr hier? Wir müssen über Velma sprechen. Wir fragen erstmal, was ihr hier feiern. Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered. Free responsibility and worldly cares. Well, as long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. Okay, aber bis die Kohle weg ist, lassen wir es krachen. Wir haben nämlich die Arbeit verlassen. Es hat uns nämlich gereicht und deshalb streiken wir jetzt. Was könnte so schlimm sein, dass ihr hier dafür die Arbeit hinliegen lasst? Bringt euch das nicht in Schwierigkeiten? Wir fragen mal, was so schlimm ist. It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits. And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor Velma goes on and on about quarterly profits and meeting quotas, but that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. We won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. Okay, also es gibt da scheinbar so ein paar Diskrepanzen. Wir gehen erst zurück, wenn sie bereit ist, uns fair zu bezahlen. Hier auf Monarch gibt es keinen Vorstand, weißt du? Wir haben das Recht, für unsere bessere Bedingungen uns für bessere Bedingungen einzusetzen. Okay, wir reden mal mit ihm über sie. Sure thing. What did you want to discuss? Ah, wir können Lügen nicht machen. Sonja wird Velma feuern, wenn ihr nicht zurückkehrt. Das wäre Lügen. Wie lange könnt ihr euch das leisten, der Arbeit fernzubleiben? Hast du einen Vorschlag, wie ich Velma unter Druck setzen kann? Velma droht damit, euch durch Dienstleister von Sublight zu ersetzen.
Wir machen mal die 4. Nope. I'm calling her bluff. If she wants to threaten us, we'll see how she likes it when Sanjar finds out she gave Sublight even more dominion in Stellar Bay. Pa, das kaufe ich nicht ab. Wenn sie uns drohen will, finden wir schnell heraus, was Sonja davon hält. Sublight hier in Stellar Bay noch mehr Einfluss zu verschaffen. Okay, das ist also nicht gut verlaufen. Dann machen wir die 2. Not forever, but we've each saved up our bits and I stashed them safe in my home by the diner. I reckon we could last a week or two at least. Nicht für immer, aber wir haben alle ein paar Bits gespart und ich habe sie bei mir zu Hause in der Nähe vom Diner versteckt. Ich schätze, damit halten wir schon ein, zwei Wochen durch. Ah, wir klauen ihm einfach die Bits, dann hat er kein Geld mehr. Hast du einen Vorschlag, wie ich Velma unter Druck setzen kann? If I knew that, I'd have tried it. Talking reasonably got me nowhere. Maybe you'll fare better. The others wanted to blackmail her, but we're above that. Besides, them are just rumors. We got no proof they're true. Die anderen wollen sie erpressen, aber so tief sinken wir nicht. Außerdem sind das nur Gerüchte. Wir haben keine Beweise, dass es stimmt. Was denn für Gerüchte? Und was ist das für eine Erpressung? I would never endorse such an untoward tactic, you know. But, well, there's rumors that Velma's taking a cut off the profits. So far it's just gossip, you know. But if there was any proof to be had, it'd be in the Saltuna warehouse, I reckon. Okay, also wir haben jetzt im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder wir spielen ihn aus und klauen ihm das Geld, oder wir spielen die Vorarbeiterin aus und suchen nach den Beweisen, dass sie selber Geld einbehält. Also ich würde ja sagen, wir spielen ihn aus. Nein, ich will jetzt keinen Ball spielen. Lass uns mal kurz auf die Map gucken. Also beim Diner hat er gesagt, ne? Das wäre irgendwo hier hinten. Hä, wo ist denn der? Ach, da ist der Marker. Aber wie kommt... Warte mal, auf die Karte gucken. Ach, Mist, andere Seite der Straße. Okay, mein Fehler. Ich hätte gedacht, das Quest ist ein bisschen schneller zu beenden. So, da oben. Wie komme ich da hin? Nicht über das Haus. Hat keiner gesehen. Wie kommt man da hoch? Hä? Vielleicht doch über hier? Mal gucken. Hier ist zu. Aber das können wir knacken. Spitzhacke, Energiezellen. Wurfballkarte, Thomas B. Henry. Nehmen wir mal mit. Streitkolben. Gut, dass du die Laufschuhe anhast. Hä, wie kommen wir denn da rüber? Ah, so. Na gut, dass ich gespeichert habe. Hehehehe. Moment, dann müssen wir wieder unseren tollen Knackhelm aufsetzen. Dann wird es nämlich günstiger. So, hier, Henrik erspart es. Ein Bildmodul, das Caleb Harricks erspart es, enthält. Sehr gut. So, Auftrag aktualisiert. Wir klauen ihm aber auch noch den anderen Scheiß. Huch. Und dann geht's hier runter. Wir speichern. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was er jetzt hier aktualisiert hat. Genau, Caleb lebt von einem Notfallvorrat an Bits, den er sich zu Hause in der Nähe des Diners aufbewahrt. Wenn dieser Vorrat irgendwie verschwinden würde, würde er zurück an die Arbeit gehen. Du hast Calebs Notfallvorrat Bits aus seiner Kiste vom Balkon seines Hauses gestohlen. Caleb glaubt, dass Velma insgeheim Geld von den Konten des Lagers... Okay.
Jetzt gehen wir mal zu Caleb zurück. Und mal gucken, ob er jetzt zur Arbeit geht. Oder ob wir trotzdem noch über Velma das rausfinden müssen, die Gerüchte. Oh, er steht auf. Why don't you grab a chair? Sit a spell and revel with us. Es hat noch keine Auswirkung gehabt. Sure thing. What did you want to discuss? Ach hier. Schlechte Nachrichten, ihr habt nicht die Ersparnisse, die ihr zu haben glaubt. What? Something happened to our stashed bit cards? But I hid it so careful. No one saw me put the lockbox on my balcony. No one goes up there but me. We must be dealing with some sort of criminal mastermind. Well, if we can't afford to get it, we ain't got no leverage. Space me, but good. I guess you ought to tell Velma we're coming back to work. Gut, das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir noch den anderen Typen finden. Das ist dann Herricks Streik. Berichte Velma, dass die Situation sich erledigt hat. Ach, muss erstmal noch ihr berichten. Okay, dann können wir uns um den anderen kümmern. So, hier, guck mal. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. Alles gut. Gosh, this old girl's in a rough way. Even old Bess in Edgewater was in better shape than this. Hey, you want to try running a cannery with obsolete machinery? You be my guest. Sorry, ma'am. I wasn't trying to be rude. It's just your flanging apparatus isn't making a strong flange, so your sealer isn't sealing right, and... Oh. I see what you're saying. Huh. I'll have to try that. Anyway, what do you folks need? Hat Pavati ihr noch geholfen? So, wir haben uns um Caleb gekümmert. You knocked any sense into him yet? Hast du ihm schon Verstand eingebläut? Caleb scheint irgendwie die Mittel für seinen Streik zu fehlen. Er kommt zurück an die Arbeit. Caleb und seine Crew werden umgehen an die Arbeit. Oh, mach mal die 1. Funny how that works out. Thanks for your help. You've gotten me out of a tight spot here. Take this for your efforts. Honest work deserves honest pay. Something else on your mind? Nee, erstmal noch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch machen müssen. Das geheime Kämmerlein. Genau, Braxton war schon ein paar Tage nicht auf der Arbeit. Velma fragt sich, was mit ihm los ist. Begib dich zu Braxtons Apartment. Braxton war schon... Ja, okay. Markieren wir mal. Dann gucken wir mal auf der Map, wo wir hin... Okay, ganz im Süden. Was mit ihm passiert? Hallo? I think I'm gonna be sick. Er muss sich übergeben? Alles in Ordnung? No! I just stepped in a dead man's blood. And I think one of the flies landed on my mouth. If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Okay, ist das derjenige, den wir suchen? Nee, das ist nicht das richtige Apartment. Bin ich ja richtig? Nee. Hä, aber irgendwie... Sorry. Just spooked me, was all. Hier ist der Tote. Machen wir erstmal ein Magazin. Das würde ich jetzt nicht machen, das Quest. Falsch übersetzt. Ach, hier ist. Ach so, der Marker ist auf dem Boden. Ach so, und der Rainer stand links, okay. So, hallo. You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh?
Das ist Laura. Oh, du hast mich erschreckt. Schleich doch nicht so einfach an. Ich suche Braxton. Hast du ihn gesehen? Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you. Sorry. Was? Überzeugen. Ganz ruhig. Er steckt nicht in Schwierigkeiten. Ich möchte mich nur mal mit ihm unterhalten. Medizin. Du stehst unter Drogen. Machen wir die 3. No. Okay. Maybe. Just a little. Braxton always has a good stash. And I just like to let loose a little. Stop thinking about the Marauders and the Raptodons outside, you know? Also kennst du Braxton doch. Wo ist er jetzt? Oh, damn. He told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick and he had some meds on hand. So maybe look for him there? Okay, er ist irgendwo hingegangen. Okay. Poor fella. Hope he's okay. We should hurry, Captain. Ja, ja. We should hurry. Wo genau muss ich denn hin? Huch, ich will auf die Map. Ach, ich muss nach draußen. Okay. Mann, der Quest arbeitet ja nochmal an Arbeit aus. Ich dachte, das mit dem Poster ist irgendwie easy going, aber na gut. Titus Androidicus. So, wo müssen wir denn hin? Hier hinten. 2 Meter. Das sollte machbar sein. 36 Schuss Magazin, nice. So, Gegner sollten ja hier keine mehr sein. Die haben wir in einer der letzten Folgen hier weggeräumt. Oh doch, guck mal hier. So, da flog er schön durch die Gegend. Wir looten die Leute hier ein bisschen. Ach, hier waren wir ja schon mal. Ach, hier müssen wir hin, okay. Guten Tag. Übergang zu Martha irgendwas. Visitor? What an unexpected surprise! Please, come in. Come in. I, for one, welcome a reprieve from our travels. That is, if you'll have us, kind sir. That's the spirit. Now come in. Make yourselves comfortable. Wie ist der denn drauf? Das höre ich gern. Jetzt komm rein und mach es euch bequem. Ich suche nach einem Mann namens Braxton. Er soll angeblich hier gewesen sein. Danke, warum auch nicht? Wir kommen gleich mal zur Sache. I'm afraid we don't get many visitors out here. The Raptodons and Marauders scare off all but the boldest. And if you've braved them, you must be exhausted. Why don't you stay for dinner? Okay, hier ist irgendwas faul. Der hat die Frage überhaupt nicht beantwortet. Bist du sicher, dass du Braxton nicht gesehen hast? Ich habe gehört, er wolle euch Medikamente bringen. Also Drogen. I'm sure I would remember something like that. Now, quit fretting yourself about that. Make yourself at home. Dinner's almost ready. Irgendwas ist doch hier faul. Oh, hello there. You come for dinner? Eigentlich suche ich jemanden. Sorry, I'm not real good with names. Stimmt etwas nicht? It just gets hard to remember things. I recall moments, feelings, but the details slip. Ja, weil ihr alle zugedruckt geguckt seid. I've been in a haze for weeks. I'm sorry you're feeling that way too. Other times it's like there's fog. Sorry, have we talked about this before? Ja, vielleicht kann ich helfen. That's nice of you. I usually feel better after I eat. Mama said dinner's almost ready, huh?
Okay. Irgendwas ist doch hier faul. So, hey, Mama. What a pleasant surprise. And just when I was beginning to fear we'd seen the last of good company for a spell. Yet the Eternal provides, does it not? Only if you give yourself over to the plan, Martha. May I call you Martha? By all means, just make yourself comfortable. Company is always a reason for cheer. Martha, Martha. Aha. Aber natürlich, fühle ich ganz wie zu Hause. Es ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Optimistisch bist du auf alle Fälle, wenn ihr so gerne Gesellschaft habt. Warum lebt ihr dann hier so weit draußen? Ja. The Eternal does not desire that we huddle and hide, crowded in by walls. We all share the spark of the divine. And we were made to spread it across the stars. Out here, we are free. And even apart from society, the universe provides for us, as your being here proves. Hier draußen sind wir frei und auch fernab der Zivilisation sorgt das Universum für uns, wie deine Anwesenheit hier bei uns beweist. Die Dinge fügen sich schon irgendwie zu... Was? Die Dinge fügen sich schon irgendwie, schätze ich. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Just that your presence here is a gift to us and one that we don't take for granted. Look at me, prattling on as if this gravy is going to cook itself. Why don't you run along until we are ready for dinner? Ja, und nun? You must be famished. So are we, my friend, but one can't rush a fine meal. Mordshunger. Warum ist... Okay, ich befürchte, was hier gleich passiert. Warum ist die Tür verschlossen? Is it sticking again? I'm afraid nothing out here works the way it used to. There's a bit of a trick to jimmying it open. I'll see to it once we've finished dinner. Please, there's no need for incivility. Though I certainly understand how hunger sharpens the temper. I promise I'll get the door open once we've had our meal. Until then, why don't you stretch your legs a bit? A nice walk around the house will surely limber them up. Okay, wir spielen das Spiel mal noch mit. Was macht sie denn hier? Der hat überhaupt kein Essen da stehen. Hier ist noch jemand. Hier geht's wieder raus. Wir haben die Tür wieder aufgesperrt. Hier können wir jetzt Sachen klauen. Oh, warum haust du ab? Hey, bleib hier! Wo ist sie denn hingerannt? Ach hier. Hallo. Hey. What are you doing in my room? Alles gut, ich habe nichts genommen. Liar. You're trying to steal the last of my rocket candies, aren't you? Nein, ich will deine Bonbons nicht klauen, deine Raketenbonbons. The ones that come in a bottle with a rocket ship on it. Like the other man used to bring. Die aus der Flasche mit der Rakete vorne drauf, die uns der andere Mann gebracht hat. Welcher andere Mann? I'm not telling you. Hier ist eine Hand. Untersuchen. Lady Marthas Poesiealbum, privat, nicht lesen. Sonnenaufgang, die Sonne wärmt den Horizont, rund, weich und hell, wie die Knoten eines Zystenschweins. Der Tag ist frisch und voller Möglichkeiten. Bäume, immer rot, wächst aus dem Grund, glänzen, triumphierend im Tageslicht. Erinnernd, das Leben wächst, selbst hier im Staub. Himmel, Monarch One wird großer, wird groß und duster, düster? Das ist doch irgendwie komisch übersetzt. Monarch One wird groß und duster. Ach, duster. Wie eine Mote den Himmel fräsend. Hä? Was ist das denn? Denke an Worte, ihn zu beschreiben. Nach doch Dunkles verschlingt sie aus. Auch. Was ist... Den Text verstehe ich nicht.
Oder wird er. Das wird ja mal schlimmer. Hunger. Schmerz im Bauch. Tut immer weh. Essen macht krank. Wasser macht krank. Immer hungrig. Kann sie nicht denken. Kann nicht denken. Okay, irgendwas ist hier nicht ganz sauber. Das mysterische oder mysteriöse Haus, würde ich sagen. Aber da gucken wir uns am nächsten Mal weiter um. Die Folge ist nämlich für heute vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Parsival, Kulle, Küdü, Kronkschum, 122er. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von The Outer Worlds. Und dann gucken wir mal, was es hier so noch so zu entdecken gibt. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.